Die letzten 6 Handelstage an der Wall Street waren die schwächsten, was den Umsatz betrifft, was das Handelsvolumen betrifft, des gesamten Jahres. Es wurde immer deprimierender, man ist so ein bisschen in einem Loch gewesen vor der US-Berichtssaison. Aber heute fängt die ganze Geschichte an, ernst zu werden, denn jetzt wird nicht mehr gespielt, sondern jetzt wird Tacheles geredet. Und dieses Tacheles, das ist die Inflation, und die Inflation ist letztendlich das zentrale Thema an den Märkten. Denn es bedeutet, was passiert, wenn die Inflation nachhaltig ist? Dann müsste entweder die Fed die Zinsen anheben. Wenn sie das nicht tut, würde der Kapitalmarkt die Zinsen anheben. Eben die Kapitalmarktzinsen, sichtbar in den Renditen, vor allem von Staatsanleihen, würden steigen. Und deswegen ist das so wichtig für die Aktienmärkte, denn dann hätten wir eine Alternative zu den Aktienmärkten. There is no alternative ist ja das Mantra der letzten Jahre. Es gäbe dann eine Alternative dazu, denn wenn die Renditen steigen, dann ist da eben eine Alternative zum Aktienmarkt, die vorher nicht gegeben war. Dementsprechend jetzt vor allem die Frage, steigen die Kapitalmarktzinsen, weil man eben eine nachhaltige Inflation antizipiert. Wenn die Kapitalmarktzinsen steigen, wird Kapital teurer. Das ist dann vor allem schlecht für verschuldete Unternehmen. Das macht die Schuldenaufnahme teurer, etc., etc. Schauen wir uns die Dinge mal an. Wir hatten in der letzten Woche diese sehr peinliche Geschichte mit den US-Erzeugerpreisen, die mindestens eine halbe Stunde später veröffentlicht wurden, weil die Website des Bureau of Labor Statistics down war, kam keine Information. Dann hatte ein CNBC-Moderator, nämlich Steve Leisman, schon die Information. Jedenfalls die Erzeugerpreise im März schon deutlich über der Erwartung mit 1,0% und 4,2% zum Vorjahresmonat, 1,0 zum Vormonat, 4,2% zum Vorjahresmonat. Das war der größte Anstieg seit dem Jahr 2011. Ähnliches dürften wir dann heute wahrscheinlich sehen in den Verbraucherpreisen. Wir haben zuletzt in den USA die Verbraucherpreise mit einem Anstieg gesehen von 1,7%. Die Prognose bei den Daten um 14.30 Uhr bei Finanzmarktwelt.de, meine Damen und Herren, die ist 2,5%, also deutlich über dem letzten Monat. Jetzt ist die Frage, wie werden die Märkte darauf reagieren? Wenn die Zahl niedriger ist, dann dürfte es so sein, dass die Aktienmärkte hausieren, die Renditen fallen. Wenn die Zahl höher ist, dann dürften die Renditen steigen und die Aktienmärkte ein Problem bekommen, vor allem eben diejenigen Werte, die zinssensitiv sind. Wir sehen jetzt im Vorfeld der Zahlen heute 14.30 schon ein Anstieg der Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Die ist jetzt bei 1,7%. Und interessant und wichtig nach meiner Auffassung ist, wir haben ja zuletzt so eine kleine Korrektur gesehen bei den Renditen. Wir waren bei 1,78%, sind dann runter auf 1,64% Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe. Warum war das der Fall? Vor allem, weil natürlich wahnsinnig viele spekuliert hatten auf weiter steigende Renditen. Die hatten also praktisch eine Short-Position in der Anleihe. Fällt der Kurs der Anleihen, dann steigern da Renditen. Dementsprechend hatten die auf fallende Kurse bei Anleihen spekuliert, und zwar massiv. Dazu die ganze Geschichte überverkauft. Jetzt allerdings sehen wir eine Drehung. Die Spekulanten haben ihre Position gedreht, sind jetzt long in der Anleihe, erwarten also steigende Anleihekurse mit fallenden Renditen. Dementsprechend war ein Rückgang der Renditen der Weg des größten Schmerzes. Das ist jetzt nicht mehr so, weil eben jetzt wieder ein Überhang von Long-Positionen besteht. Und wie hier Mohammed El Erian sagt, okay, wir kriegen natürlich heute diese extrem wichtige Zahl, aber entscheidend wird sein, ist das nachhaltig? Ist das also, wie die Fed sagt, vorübergehend? Das ist ja das Mantra von Jerome Powell und den seinen. Ja, wir werden einen kleinen Anstieg der Inflation haben, aber dann wird wieder alles gut. Oder ist das nachhaltig? Bleibt das so? Vieles spricht dafür, dass es so bleibt, denn es werden Preise angehoben auf breitester Front aus allen Branchen. Mich schreiben sehr viele Leute immer an und sagen, bei uns in der Branche ist es so, extreme Preissteigerung. Und alle sagen unisono, das wird nicht zurückgenommen. Da ist jetzt nicht so, dass dann nächste Woche dann plötzlich diese Preissteigerung zurückgenommen wird. Die bleibt erstmal, und das sorgt nach meiner Auffassung für diesen konstanten Inflationsdruck. Schauen wir uns mal diesen Inflationsdruck an, zum Beispiel in den USA. Lumberpreise hatte ich gestern in dem Video, das viele offenkundig nicht sehen konnten, schon gezeigt. Irgendwas war da mit YouTube. Auf Finanzmarktmeld lief das. Ich habe alles gemacht wie immer. Also an mir hat es nicht gelegen. Jedenfalls Lumber, Bauholz, extrem wichtig in den USA. Preise im Prinzip verdreifacht seit einiger Zeit. Dann sehen wir die Transportkosten hier mal. Frachtkosten von Shanghai nach Rotterdam. Oben sehen wir das in der Grafik, fast 8000 Dollar, eine Vervierfachung zu dem, was bis ins Jahr 2020 der Fall war.
Und wenn wir Shanghai, Los Angeles sehen, über 4000 Dollar pro Container. Das ist auch mehr als das Doppelte im Vergleich zu dem, was davor war. Also steigende Kosten, diese müssen die Unternehmen weitergeben, wenn das nicht in die Marge fressen soll. Schauen wir uns hier mal einen Vergleich an, verschiedener Inflationsentwicklungen seit dem Jahr 1996 und die USA ganz oben. Aha, dann kommt schon die Eurozone, dann kommen andere, Japan ganz unten, UK ist zwischen der Eurozone und den USA, also die Angelsachsen, die haben gerne Inflation, Geld, die konsumieren auch gerne, dementsprechend scheint hier gerade aus dem Service-Sektor oft eine Preissteigerungstendenz zu kommen, aber auch in der Eurozone eine gewisse Inflation im Vergleich zum Jahr 1996, aber wir wissen, es waren ja zuletzt eher deflationäre Tendenzen am Start, liegt daran, dass zwar die Geldmenge sehr stark ausgeweitet wird, aber die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes nicht gestiegen, sondern deutlich gefallen ist. Die Leute haben nicht konsumiert, nicht ins Restaurant gegangen, keine Reise gebucht, etc. etc. Dementsprechend eben die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes nicht gestiegen. Jetzt sehen wir aber in den USA anhand von Kreditkartendaten, dass eben die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes stark steigt, weil die Leute konsumieren wieder, weil die Leute das Geld auch wirklich ausgeben. Und so kommt die Fed dann gestern, die New Yorker Fed, nämlich zu dem Schluss, wir haben extreme Ausgabeerwartungen, also die Leute erwarten, dass der Konsum deutlich anzieht, dass die Hauspreise deutlich ansteigen. Man erwartet ein deutliches Ansteigen der Inflation, größter Wert oder höchster Wert seit 2014. Gestern Abend dann Boston Fed-Chef Rosengren, der gesagt hat, ja, also wird mindestens 2 Jahre dauern, bis wir die Leitzinsen anheben. Leitzinsen zu unterscheiden von den Kapitalmarktzinsen, denn wenn die Fed es nicht macht und die Inflation nachhaltig ansteigen sollte, dann werden es eben die Märkte machen durch den Anstieg der Kapitalmarktzinsen. Und gestern dann auch eine sehr interessante Aussage von James Bullard, der eigentliche Wunschkandidat von Donald Trump als Fed-Chef. Jetzt ist er raus aus dem Rennen. Brainard wird es machen. Also eine Frau, eine Demokratin, dürfte die nächste Fed-Chefin dann Anfang 2022 werden. Jedenfalls James Bullard dennoch immer noch sehr wichtig in der Fed, hat gesagt, ja, wenn wir so eine Impfquote von 75% haben, dann könnten wir so langsam über das Thema Tapering sprechen, also Reduzierung der Anleihekäufe der Fed in Richtung Null. Jetzt muss man wissen, die Amerikaner dürften Ende der Woche schon bei 50% Impfquote sein. Also das könnte sein, so um und bei in 2 Monaten wäre es dann soweit. Dann hätten wir im Sommer eine Taper-Diskussion. Jetzt muss die Fed vielleicht hoffen, dass 26% der Amerikaner sich nicht impfen lassen wollen. Gell? Dann könnte man die Diskussion vermeiden. Ne? Aber das auf jeden Fall ist eine interessante Perspektive. Damit erstmals von der Fed sehr konkret irgendwo ein Startdatum, eine Messlatte genannt für Tapering. Das würde bedeuten Liquiditätsentzug. Und genau das ist das, was die Aktienmärkte ja normal nicht so lieben. Und wir haben jetzt vielleicht interessanterweise heute 19 Uhr wieder eine Auktion einer 30-jährigen Staatsanleihe. Gestern schon eine Auktion. Die Amerikaner schmeißen so viele Anleihen auf den Markt. Warum? Weil sie es müssen, weil sie eben die Schulden refinanzieren müssen. Hier sehen wir, alleine im März hat man 660 Milliarden Dollar Defizite produziert in einem Monat. Das ist um und bei ein Fünftel des gesamten BIPs Deutschlands hat man sich als Defizit mal geleistet. Ja gut, man lebt nur einmal, gell, und Pandemie ist Pandemie. Nein, da müssen wir einmal ein Helikoptergeld ein bisschen raushauen und dann bauen wir Straßen und dann bauen wir Brücken und das Geld kommt ja irgendwann wieder rein im Jahr 3281, gell? Das ist also alles nur eine Frage der Zeit der Refinanzierung. Nein, das ist natürlich nicht refinanzierbar, aber auf jeden Fall muss es ständig neuen Nachschub geben, eben an frischem Geld. Jetzt schauen wir uns mal die Märkte an. Schwer zu ertragen. Wieder dünnstes Volumen gestern, wie gesagt, S&P praktisch unverändert, Nasdaq leichte Minus. Wir sehen die Small Caps wenig verändert. Also es ist ein Trauerspiel. Wir sehen, dass Energy wieder unten war. Das ist so ein Trend der letzten Tage, zumindest übergeordnet ist Energie der größte Gewinner des Jahres 2021. Und wenn wir uns hier mal jetzt die Berichtssaison anschauen, die Erwartungen an diese Berichtssaison, die ja jetzt praktisch beginnt, morgen kommen die Banken, die ersten wichtigen Banken, JP Morgan, Goldman Sachs, Wells Fargo mit den Zahlen, dann sehen wir hier die Konsenserwartung jetzt 40 Dollar pro Share.
was die S&P 500 Unternehmen angeht. Das ist immer noch geringer als im Februar 2020, aber wir sind ja in den Kursen deutlich gestiegen. Wenn wir uns mal anschauen, wie der S&P 500 seit Abschluss der letzten Berichtssaison gelaufen ist, dann ist das 7,6% einer der besten Werte der letzten Jahrzehnte. Also selbst wenn die Earnings gut sind, könnte man auf die Idee kommen, naja, ist schon alles eingepreist. So, zumindest einige Skeptiker. Ich hatte diese Grafiken auch gestern schon gezeigt. Aktien über 200-Tageslinie, über 95% im S&P 500. Und es gibt eine gewisse Ähnlichkeit in der charttechnischen Struktur, vor allem was den RSI betrifft, was die Kursmuster betrifft, mit dem September 2020, damals eine 10%ige Korrektur. Jetzt ist es natürlich so, alle fürchten die Korrektur, wenn sie alle fürchten, kommt sie nicht, auch richtig. Bisher gibt es eben noch keinen Grund, keinen Trigger. Der könnte eben aber diese nachhaltigere Inflation mit dementsprechend den Kapitalmarktzinsen sein. Die könnte sein, dass eben das Reopening der Wirtschaft nicht so funktioniert, wie sich das manche vorstellen. Dazu gleich mehr. Und wir sehen eben aber eine wahnsinnig bullische Stimmung hier bei Newsletter-Schreibern, bei Börsenbriefen, also in den USA, bei Privatanlegern und auch bei Vermögensverwaltern und eine extrem hohe Investitionsquote sowohl von privaten als auch von institutionellen Investoren. Und diese privaten Investoren wurden jetzt kürzlich von E-Trade, diesem Broker in den USA, befragt und haben gesagt, ja, also 75% sehen da durchaus eine Blase in den Märkten, aber 61% sind dennoch bullisch. Das ist bemerkenswert, finde ich. Also man sieht, die Leute wissen, dass das ein bisschen teuer ist derzeit, aber die Greater Fool-Theorie schlägt zu. Es wird Leute geben, die mir das, was ich kaufe, zu einem höheren Preis abkaufen werden. Darauf basiert jedes Bubble-Schema und da vielleicht typisch hier in einer Zeitschrift in den USA folgender Titel: Can I spec my stonks with NFTs? NFTs sind Non-Fungible Tokens, also aus dem Krypto-Bereich. Specs sind diese Börsenmäntel, die der letzte große heiße Scheiß waren. Diese Börsenmäntel kaufen dann andere Unternehmen. Stocks always go up, ist das Mantra der Meme-Aktien. Und wenn wir uns jetzt mal Specs anschauen, die sind nicht nur schlecht gelaufen in den letzten Wochen, sondern die SEC, die scheint jetzt erstmal dem ganzen Spiel einen Riegel vorzuschieben. Man müsse vorher noch bestimmte Fragen klären. Also es dürfte jetzt so sein, dass diese Specs-Manie erstmal aufhört. Denn die SEC hat da gewisse Probleme damit, also die Börsenaufsicht in den USA. Hier unten sehen wir das Volumen. Wir haben jetzt schon mehr seit Jahresbeginn an Volumen bei SPACs, Börsengängen als im gesamten Jahr 2020. Was haben wir noch? Wir haben eben diese ganze, was ich als ein Risiko nannte, Reopening-Debatte. Wir sehen jetzt, dass die Corona-Zahlen global gesehen in Richtung neues Allzeithoch laufen. Fehlt nicht mehr viel, besonders betroffen Indien und Lateinamerika, aber auch in den USA gehen die Zahlen moderat hoch, immer so über 70.000. Von Europa brauchen wir jetzt gar nicht sprechen. Und wenn wir doch von Europa sprechen, dann sprechen wir auch vom ZDW-Index, der heute um 11 Uhr kommen wird. Dort ja immer eine erstaunliche Diskrepanz zwischen Erwartung, riesig, und aktueller Lage, sehr mäßig. Ja? Aber Monat für Monat wiederholt sich das. Die Erwartung wird nicht geringer, die wird immer größer, obwohl sich die Lage nicht wirklich verbessert. Das ist eine Form menschlicher Verdrängungskunst, muss man sagen. Vielleicht sind ja die ersten zwei Jahre, wie hier ein Leser geschrieben hat, die ersten zwei Jahre des dreiwöchigen Lockdowns sind immer die härtesten. Ja? Und mir kommt es auch so vor, dass die ersten drei Jahre jetzt des Lockdowns doch durchaus anspruchsvoll waren und ein Ende ist nicht in Sicht. Wir werden wahrscheinlich jetzt am 18. April dann eine weitere Verlängerung von drei Wochen haben. Also das Ganze dürfte sich bis in den Mai, Juni reinziehen. Das ist der Never-Ending Lockdown. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Auch die politische Entwicklung in Deutschland ja durchaus spannend mit der Söder, der jetzt praktisch einen Brandsatz gelegt hat in die Unionsparteien. Das wird für die Union ein richtiges Thema werden. Das wird richtig wehtun. Gestern haben Sie wahrscheinlich mit der Aussage von Söder die Wahl verloren. Söder hat ein Stück weit recht, sich jetzt nochmal messen zu wollen. Allerdings ist es eben so, das hätte er früher machen wollen. Er hat den Zeitpunkt verpasst. Jetzt plötzlich kartet er nochmal dazwischen, als er gesehen hat, die CDU will sich doch auf Laschet einigen und das wird Unfrieden stiften. Das wird große Konsequenzen haben für die Bundestagswahl. Dazu an anderer Stelle mehr. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Tag Ihnen. 14.30 Uhr bei Finanzmarktwelt. Die Verbraucherpreise, das wird das zentrale Ereignis heute. Jetzt sage ich Servus und Ciao.